Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der Rehbach im RP-Projekt zusammen mit meiner Wenigkeit. Und natürlich auch ist der Schorsch und der Heiner wieder mit dabei. Grüße! So, wollen wir mal weitermachen hier. Mensch, jo. Mensch, Mensch. Dass da was fertig wird. Ja. Sonst werden wir ja nie fertig hier. Erst wollte ich jetzt Weizen auf die 21, oder? Jawohl, mit Fahrgassen 18 Meter. Nee, da gibt es nur 24. Und dann bringt dort die Dings vielleicht bei Andreas vorbei. Und dann kann der da ja die das Gestänge mal umschrauben. Hab ich ja gerade gesagt, er soll ihm mal eine gescheite Maschine verkaufen. Entweder 24, 36 oder 48 Meter. Ja, das ist der. Andi will immer extra Würste. Mit seinen Metern. Aber hier läuft gute Musik im Trecker. Ist ja auch schon was. Dann macht's Arbeiten ja Spaß. Richtig. Ohne Musik geht es jetzt Arbeiten sowieso nicht. Da muss immer Musik laufen. Wenn das Radio kaputt ist, dann nimmt man halt die Knöpfe im Ohr. So, jetzt muss ich mal dieses andere Gefährt hier wegfahren. Das steht gerade im Weg hier. Ey, guck mal, das ist doch schon wieder so ein Trecker so für mich, ne? Valtra. Das ist doch schon wieder herrlich. Yep. Ich blicke, was du nicht blickst, und das ist Baum. Ich hab da einen Baum gefunden. Das könnte ich auch mal wieder. Das könnte ich auch öfters machen. Ne? Eigentlich macht der Feldarbeit echt Spaß, ne? Ganzen Tag nur im Laden hocken ist auch Kacke. Ich brauche Abwechslung in meinem Job. Verdammt. Der Laden kann mich diese Woche mal. Anscheinend spricht da nichts dagegen. Ich schmeiß alles hin, ich fange jetzt beim Lohner an. So. Da werden ein paar Leute aber unglücklich. Mir egal. So, warte mal. Ich schreibe das jetzt in die Watts Farm. Händler hat neue Öffnungszeiten. Von 7 Uhr bis 7.30 Uhr und dann von 9 bis halb 10 Uhr und dann Mittag und dann erst mal Feierabend. Schmeiß er hin beim Händler. Ganz viele Ausrufezeichen. So! Achtung, jetzt kommen wir bestimmt gleich anrufen. Was? Das kannst du doch nicht machen. Pflanzt, weil ihr den 5 Gramm da nicht.
Oh, hast du wieder zu viel geladen, ja? Aber du bist auch ganz schön gierig, ne? Ehrlich. Schon, ne? Das gibt's nicht. Ich muss mal gerade auf das Handy gucken. Ja, ganz schlimm ist das, ehrlich. Ganz schön gierig, der Mann. Wo ist es denn? Achso, ja, das geht ja so gar nicht mehr. Now. Ich werde wieder zum richtigen Landwirt hier. So. Sind halt einfach besser. Okay. Wunder, wenn das Telefon gar nicht klingelt, du. Müssen jetzt erstmal alle schlucken. Oh, einer! Immer! Ja. Ausweichmanöver. Es hätte mal zwei Tote gegeben. Die schönen Trecker kannst du doch nicht machen. Nö. Muss nicht sein. Oh. Woher das wohl kommt? Dann rufe ich mal eben an. Peter. Gruber. Hi, grüß dich. Danke für Moin. Den Rückruf. Jo, kein Problem. Hier, der Notar hat mir geschrieben, das ist alles durch und die Bank hat gesagt, sie hätte das Geld überwiesen. Okay. Ich hab jetzt. Ach, dann waren das. Ah, okay, alles klar, dann war das die Kohle. Ja. Ja, ja, genau. Ich hatte mich schon gewundert vorhin, was das für ein Geldeingang ist. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid, was es war. War das irgendwie zu viel Geld? Nee, war genau richtig, alles gut. Nee, ich meinte jetzt, dass du alles hinschmeißt und dir einen schönen Alltag machst, oder wie? Ach, das ist eigentlich nur Spaß, weißt du, das ist so, ich vermisse das irgendwie, weißt du, einfach mal Feldarbeit machen, ey, den ganzen Tag nur im Laden hocken. Ich weiß nicht. Ja, es ist zwar gut und schön, aber ich vermisse irgendwie echt diese Feldarbeit, ey, ehrlich. Ja, glaube ich. Ja, dann gibst du mir noch ein paar Zeit für die Expressbestellung. Doch, klar kann ich dir Zeit geben. Für dich nehme ich mir immer Zeit, weißt du doch. Oh, danke. Was brauchst du denn expresstechnisch? Aber am besten schreibst du mir da einfach nochmal. Weil du weißt ja, ne? Alzheimer und so. Alte Männer, ich weiß, ich kenne das. ja, soll ich dir das per WhatsApp schreiben? Oder? Ja, schreib's mir ruhig privat. Brauchst du ja nicht in die Gruppe schreiben. Per E-Mail. Genau, schreib's mir einfach per E-Mail und dann kümmere ich mich so schnell wie möglich drum. Gut, mach ich. Okay. Danke. Dann hören wir uns. Jo, bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Da können wir da. Aber ihr könnt ja eine so, wenn wir einen Funk machen. Ne, was könnten wir machen? Vielleicht eine Kooperation. Ja. Ja, ich fand das schon. Ich hab schon gedacht, ich so hier. 1. April haben wir da rein. Wir sind noch im September. Verrückte Sache. Aber ich muss sowieso erst gleich runter zum Gruber. Weil ich die Fördergabe dahin bringe. Und ich habe jetzt gerade was beschlossen. Du hattest ja die. Was hattest du? Die Kubota-Spitze, gell? Ja, mit.
Ich glaube 24 Meter, ja. Ne, mit 18 Meter. Ach, das ist 18 Meter, dann, ja, Entschuldigung, 18, ja. Ich hätte da eventuell noch ein Gestänge, das könnte ich dir ranschrauben auf 24 Meter. Dann könnte ich nämlich hier dann gleich mit 24 Meter ansehen. Gut, das, ja, das, machst du das für lau? Jo. Boah, das ist ein Träumchen. Soll ich euch einfach runterbringen, das Ding? Ja, du musst ja hier noch wahrscheinlich spritzen und noch mal. Nee, habe ich schon. Bin ich schon durch. Weil also ich muss ja hier nur noch einmal düngen, genau. Einmal muss ich hier noch düngen. Und oben habe ich ja Gras, aber das ist ja ohne Fahrgast. Ja, das ist ja eh wurscht, da fahre ich ja eh so rüber. Und dann würde ich dir hier die 24 Meter machen dann gleich. Die 21, ja perfekt. Sag mal, bei Gras, ne, was macht da am meisten Sinn zu düngen? Ist das egal, was ich da dünge, ob ich da mit künstlichen Dünger rüber klatsche, ja, oder... Ja, das kommt an. Gras ist ja nochmal Tierfutter. Ja, deswegen, ne? Mit Gülle draufgehen eigentlich. Gülle oder Mist oder sowas? Ja, Gülle ist dann halt vom Nährstoffgehalt eigentlich gut für. Ja. Und es baut sich dann halt auch eher ab wie der Mineraldünger. Ja, dann könnte er 20 eigentlich. Habt ihr Gülle am Stadion, ne? Ja, natürlich. Ja, dann könnt ihr die 20 gerne auch einmal mit Gülle überdüngen. Ne? Alles klar, machen wir. Ja, könnt ihr das auch noch mitmachen. Dann ist das gleich fertig gedüngt. Soll ich dir denn hier auch gleich Dünger mit drauf machen oder machst du das dann selber? Nö, das mache ich selber. Okay. Ja. Ich habe ja noch von euch ein bisschen. Und dann baller ich das hier mit drauf. Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Mein Scharfschalter kommt ja demnächst. Ich habe jetzt mit dem. Ach, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Den Typen von den Hömmernhallen telefoniert. Und die starten jetzt im Monat. Und dann kommt ja endlich der Scharfschalter hin. Und was für ein Teuer wird. Ja. Jo, stimmt. Da muss ich halt ein bisschen sparen, ja. Das ist halt so, ja, aber ich muss sagen, das ist schon ein feines Gerät hier. Das muss man schon sagen, du, ja. Jo. Fein, fein. Ja gut, dann halte ich dich nicht so lange auf. Ich düse jetzt mal eben runter zum Gruber-Exhändler, Händler, was auch immer, keine Ahnung. Und, Ich glaube, der hängt auch hier bei uns im CB-Funk mit rum. Der müsste eigentlich. Jo. Echt? Der müsste ich hören. Klar, höre ich dich, die ganze Zeit. Er hört mich, ja, Mensch. Ja, Mensch. Ja, bist du da unten am Händler gerade? Also. Nee, ich helf gerade dem Lohner aus. Okay, ich bring dir auf jeden Fall die Foltergabel da im Konter. Jojo, stell hin. Mach mal. Alles klar, da weißt du schon mal Bescheid, okay, dass es der gleiche ist, ne? Jo! Gudi. Ja, dann halte ich dich nicht länger auf, ne? Jo, ja, alles klar. Die Spritze bringe ich dann runter, wenn ich hier die zweite Dünge schon fertig habe. Ja, die kannst du mir unten hinstellen, da beim, vor das Wohngebäude unten am Lohnhof. Bei dem... Ja, okay, alles klar, ja. Ja, du wirst es schon sehen dann. Jo, alles klar. Alles klar. Merci. Gudi, dann noch frohe Arbeit. Ciao, ciao. Jo, ja auch. Ciao. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö. Wie sie alle geschockt sind. Jonas auch gerade. Wie, du hörst auf. Kann man die Leute schocken. Hey, ho. So, fertig. Fertig. Da können wir eigentlich den ganzen Gladradatsch gleich rubbern. Rubbern? Ja. Alles klar, ne? Lass den Gruber. Dann Gruber stehen. Hinten in der Halle, wo ich gerade bin. Ja, ich komme rum.
Okay, welchen nehmen wir? Klein, klein oder klein? Ja, da hinten in der Ecke. Also bei, wenn du jetzt rückwärts schaust. Ach, da. Alter, was habt ihr denn für Riesenmaschinen stehen, ey? Aber. Muss ja, sonst bist du ja nicht fertig. Ja, stimmt allerdings. Und irgendwann muss Feierabend, weißt du? Das stimmt, ja. So, annehmen die Karre. Ab geht's. Boah, der Gegenwind ist ja auch heftig heute, finde ich. Total. Also stellenweise. Stellenweise echt heftig. So, auf geht's. Achso, du fährst von oben nach unten. Oh, ich fahr jetzt von links nach rechts. Fahr mal weg da mit deinem grünen komischen Ding da. Warum denn? Hör mal. Ja, wo fängst denn du an? Mittendrin? Stimmt doch gar nicht. Wir mittendrin, hör mal. Ich hab doch gesagt, ich fahr von links nach rechts, nicht von oben nach unten. Alte Megatante, du. So. Ja. Ich will einfach mal sagen, es reicht für heute. Wir sind schon wieder drüber hier. Hör mal, gibt's da gar nicht. Ja, mit diesen wundervollen Worten haben wir mal die Leute in Rehbach verarscht. Haben wir mal wieder was geschafft, was wir ein bisschen Stimmung gebracht haben ins Dorf. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt lieben gerne in die Kommentare. Und ne, wenn ihr wisst ja, ne, Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. unter den Kanälen angeheftet. Schaut gerne bei den anderen vorbei und dann würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns dann morgen um 12 Uhr zu einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye. Bye bye. Tschüssi.